Hallo miteinander, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es geht auch ohne JavaScript-Framework. Oder wie baut man ein Karussell mit Vanilla-JavaScript? Zu mir, ich bin der Robert, komme aus Stuttgart, bin Webentwickler, selbstständig seit 2012 und meine erste Berührung mit Joomla war 2009. JavaScript-Frameworks ist gerade sehr hip und wenn man darüber spricht, merkt man, dass man da irgendwie in drei Fraktionen spricht. Die einen sagen, hey cool, ich mach was mit Vue, React oder Angular. Und die anderen, die schreien, oh Joomla 4, kein jQuery. Ich brauche aber das, das ist alles viel einfacher. Und dann gibt es die anderen, oh JavaScript, was ist denn das? Das ist doch keine Sprache. Ja, wenn man mit JavaScript-Frameworks vielleicht JavaScript lernen will oder weiß, so hip ist, probiert man das aus. Geht in die Doku, Angular oder Vue und gibt dann irgendwie Hello World aus. Oh cool, das funktioniert ja, ich kann das. Dann will man ein Projekt umsetzen zum Beispiel und man merkt schnell, dass es dann relativ komplex wird und man stößt an seine Grenzen. Weil erstens die JavaScript-Kenntnisse fehlen und man muss dann auch die Frameworks ganz gut kennen. Beim JavaScript-Lernen, das scheint anfangs sehr schwierig, weil man einfach zu viel liest. Also mal hat man da ein Stückchen, so macht man das, dann gibt es Stack Overflow, dann gibt es Medium.com oder sonstige Blogposts und irgendwo kriegt man immer ein bisschen was mit, aber nirgendwo lernt man das Step by Step. Wenn man JavaScript Step by Step lernt, wird man den Vorteil haben, dass man auch das erlernte Wissen später bei den Frameworks dann anwenden kann, wenn man es denn dann braucht. Wir werden das heute an einem Praxisbeispiel lernen. Ich zeige es im Slide, ich zeige es auch ein bisschen im Code. Am Praxisbeispiel denke ich, dass die Zusammenhänge vielleicht das Verständnis besser ist. Ziel soll es sein, dass einfach, wie kann ich was bauen? Wie gehe ich vielleicht vor? Und wie kann ich das Ganze besser machen? Und wenn ich, also ich baue jetzt nur irgendwas mit JavaScript und Ziel wäre es dann von euch oder wenn ihr die Idee habt, ihr könnt es ja ganz einfach in Joomla integrieren, legt ihr Custom-Modul an, kopiert das und benennt es in euer eigenes Modul und macht dann das Layout noch fertig. Das wäre jetzt bei dem Karussell, was wir vorhaben, ganz einfach möglich. So sieht unser momentaner Start aus. Also ich habe einmal vier Bilder, die liegen jetzt momentan hintereinander. Button links, Button rechts und unten habe ich ein Joomla-Logo. Das dient dazu, dass ich weiß, wo ich stehe und ich könnte auch mit dem navigieren. Also ich kann jetzt mal klicken, da wird nichts passieren. Weil wir noch nichts, keinen Code geschrieben haben. Das haben wir besprochen. So sieht der Code der Bilder aus. Also ist eine Liste, die Bilder könnte man anklicken, die Bilder sind als Background-Image hinterlegt. Und wir haben jetzt dann vor, dass wir die Bilder absolut nebeneinander positionieren. Und das wäre unser ganz normales SVG als Joomla-Logo. Ich habe hier auch eben das SVG mit den einzelnen Paths und
eine Klasse als Joomla-Logo hinterlegt. Dance und Buttons sind auch ein SVG. Da wird was nicht angezeigt. Weil noch kein Internet da ist. Das war unser Logo, den Button, und da sehen wir jetzt die Positionierung der Bilder. Also ich gehe her und setze eine Variable, also const steht für Variable, die ich nicht, also der Wert kann sich ändern, aber ich darf den Wert nicht ändern, sonst kriege ich eine Fehlermeldung. Aber ja, genau, und dann, also ich wähle den Karussell Track, wir können das gleich noch mal kurz anschauen, und sage Slides Array from Track Children, also vom Track, den was ich da wähle, vom Karussell, nehme ich die Kinder und mache dann einen Array, von der Notlist einen Array draus, den ich dann ausgebe, den sehen wir dann. Hier ist die Liste, ich mache Console.log als Slides und als nächstes gehe ich hier und bestimme die Slide-Breite. Also ich hole mir zuerst vom ersten Slide eben das Rechteck und dann eben die Breite und gebe das aus. In dem Fall, weil es ist ja responsive, sind es 878.400 nochmal was breit. Würde jetzt hier wahrscheinlich anders aussehen. Das können wir kurz anschauen. In diesem Fall hätten wir jetzt 798.400 und das wäre eben vom ersten Array. Wenn wir jetzt den Inspektor anschauen, das ist eben der Track, den was ich ausgewählt habe, und da habe ich dann die Notlist. Mir fällt aber gerade aus, wir sind in den Slides irgendwie genau drüber gesprungen, denn ich wollte noch was zu sagen zum Toolset. Also ganz wichtig ist auch der Editor. Sollte man was Fähiges verwenden, wie zum Beispiel Visual Studio Code oder PHP Storm oder WebStorm, und dann den so anpassen, dass ich nicht irgendwie hergehe und ich mache den Code schön, dass ich ihn lesen kann, sondern das soll automatisch gehen. Also das sollte ich aufrüsten. Ich benutze dann auch noch einen Spellchecker, der prüft dann, ob ich von der Sprache irgendwas, also nicht die JavaScript-Sprache, sondern einfach die Sprache selber, ob ich da in der Variablen was falsch habe. Oft übersieht man das. Also der kreidet mir dann an, ich habe ein N vergessen bei irgendwas und ich sehe das nicht gleich.
und ist vielleicht nicht rot, weil JavaScript das nicht sieht, dann finden wir den Fehler nicht schnell und da passt es dann. Und was man dann auch nehmen sollte, wenn man mit JavaScript was macht, einen anständigen Browser, also entweder Chrome oder Firefox. Debugging, ich habe in Visual Studio Code über Tastaturkürzel eingerichtet, da kommt dann, gehe ich auf die Variable, sagt dann Konsole log automatisch sozusagen über das Tastaturkürzel. Man kann im Browser selber debuggen oder man nutzt über Chrome Debugging, kann man über einen Node-Server separat starten. Das kann man im Terminal machen und da würde ich eintragen, Node Inspect BRK und eben das File, was man debuggen will. Und dann kann man Schritt für Schritt sich da durchtasten. Wenn ich den Node-Befehl ausführe, sehe ich auch einen Link im Terminal, der dann eben Referenz hat zu dem Node-Projekt, wo ich eine Beschreibung haben kann, was ich da alles abfragen könnte über den Terminalbefehl. Daraufhin, wenn ich den Terminalbefehl gestartet habe, gebe ich in der Browserzeile vom Chrome ein Chrome Inspect. Und dann sehe ich ein grünes Icon, das ich dann anklicken kann. So, das hatten wir. Das hatten wir positioniert. Jetzt will ich natürlich von allen vier Bildern das Ganze positionieren. Wenn ich es pragmatisch machen würde, wäre das ja für jedes Array. Und dass ich das dann, also den Style, den setze ich dann inline sozusagen und für jedes Bild multipliziere ich das. Das kann ich natürlich in einer For-each-Schleife eben dann schöner machen und einfacher. Also ich gehe dann eben, iteriere über Slides, habe den Index und über den Index multipliziere ich dann eben meine Rechtecke. So, jetzt könnten wir noch kurz schauen, wie das aussieht. Was müsste das sein? Ich habe das jetzt positioniert und wie wir sehen, fehlt jetzt da der Overflow Hidden. Der ist vielleicht jetzt da dabei, genau. Als erstes haben wir, weil ich bei der absoluten Positionierung nichts angegeben habe im CSS, war die Reihenfolge der Bilder aufeinander gelegt. Und jetzt ist sie eben umgedreht, darum sehen wir jetzt das erste Bild. So, dann geht es weiter. Ich will das nächste Bild sehen. Das erste Bild sehe ich. Und da muss ich dem Button Left sagen. Also in dem Fall der Next Button, dem gebe ich ein Event mit. Und dem Event sage ich Klick. Also Event bubbelt, sagt man, nach oben immer. Und ich hole mir das Slide her, was ich momentan habe.
Also das, was selected ist, das sieht man auch im Markup. Das ist voreingestellt, also im Markup hinterlegt. Kann ich da bleiben? Das haben wir selected, das holen wir uns. So ein bisschen größer machen, den Feld. Dann will ich wissen, was ist mein nächstes Slide. Und hier wäre eben das Current Slide. Das frage ich ab mit Next Element Sibling. Das ist eben der Selector dafür. Und dann möchte ich auch wissen, ja, was habe ich für, wie breit ist mein Slide? Ist das, wie weit will ich das bewegen, dass ich das setzen kann? Und zum Schluss will ich eben das abziehen davon, die Bildbreite, dass das dann auch nach rüber läuft. So. Dann sollte das jetzt so, wenn es dann, ja. So, wenn ich dann eben da klicke, dann mache ich, füge ich die Klasse hinzu, ist selected und entferne ich es von der anderen. Also das wäre dann eben, da würde ich es wegmachen und da würde ich es hinzufügen. Und wenn ich das gemacht habe, dann passiert Folgendes, dann kann ich ja alle Bilder durchklicken. Und dann habe ich alle bewegt und dann sagt er, okay, da stimmt was nicht. Ich habe ja jetzt kein nichts mehr, was da ist, da kommt ja nichts mehr. Und das, dann wäre das eben das nächste Slide, gibt den Fehler zurück und das ist eben 0. Er kann das nicht setzen. Die Konsole ist immer ganz wichtig, wenn man irgendwas mit JavaScript macht. Das ist das erste Zeichen, wo man hinschaut, habe ich irgendwann einen Fehler? Oder oft ist es dann, er kann irgendwas nicht finden, man hat einen Tippfehler gemacht oder einfach einen falschen Gedanken. Und in dem Fall kann er es jetzt nicht finden. Was ist die Abhilfe dafür? Ich setze einfach, also wenn ich das letzte Slide habe, mache ich, sage ich, negativ, next slide, next element sibling, dann frage ich ab, wenn eben das letzte Slide ist, dann gebe ich der Klasse mit is hidden und im CSS Display an. Dann ist der Button nicht mehr da und man kann sozusagen den Fehler gar nicht mehr erzeugen. Das können wir noch kurz machen. Man sieht jetzt auch, wie das Update da funktioniert, wenn wir jetzt da durch iterieren.
So, und jetzt haben wir das letzte. Da habe ich aber da noch einen Fehler drin. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt hier. Das aber jetzt nicht. Jetzt hat. Da hatte ich noch einen Fehler gehabt, den ich behoben habe. Dann geht es weiter mit dem Joomla-Logo. Ich glaube, doch, jetzt hat. Also das Joomla-Logo. Ich glaube, da fehlt das Light. Machen wir mal weiter. So, der erste Schritt haben wir geschafft. Der nächste Schritt wäre eben den Code vom Next Button kopieren, weil ich brauche das Ganze ja für den Back Button. Und das würde ich dann anpassen, indem ich sage, okay, ich will das Ganze zurückmachen. Ich hole mir den Back Button, vergib da den Listener, habe hier das Current Slide und eben dann nicht das Next Slide, sondern Back Slide und gebe da eben Previous Element Sibling, also wieder zurück. Das ist das gleiche wie vorher. Und jetzt sehen wir auch, was da mit dem Logo war. Ich habe dem Logo eben holen wir den Is-Selected Part, also was ausgewählt ist vom Logo, vom Joomla-Logo, das wäre der da. Und macht das gleiche mit dem Selected Element. Für den Current mache ich es weg und für den nächsten Part mache ich es hinzu. Dann hätte ich schon, könnte ich schon wieder zurückmatchen. Jetzt brauche ich natürlich für das Logo auch einen Listener, weil hier möchte ich auch klicken können, dass sich dann die Bilder updaten. Und da würde ich sagen, also ich hole mir wieder Listener. Und sag eTarget, also eTarget gibt den Listener aus und würde closest path sagen. Jetzt gehen wir da. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt separat getrackt habe. Genau. Ich gebe jetzt hier den ClickPath aus. Und was sagt der ClickPath? Nochmal da rein.
Navigation. So. Wenn ich Close, also eTarget wäre der ClickPass und das Closet verwende ich deswegen, dass ich, wenn ich jetzt hier in das Weiße klicken würde, könnte es sein, dass der trotzdem der Event Listener funktioniert und dann eben ein Event abfordert. Durch das Closest gehe ich dann Pass. Man könnte auch als Delegator Matches nehmen. Dann geht er nicht von unten auf, sondern matcht direkt mit dem Element. Wie Button zum Beispiel. Und bei jedem Klick feuere ich eben das Event ab, dass man dann in der Konsole weiß ja Log mitnehmen. Das ist 3 und hier ist dann das 4. Was will ich tun? Also gleiches Vorgehen. Ich habe einen bestehenden Pass, wo selected ist. Und den hole ich mir, dann will ich auch das Slide, was ich habe, wähle ich aus. Und das ist jetzt erstmal übersichtlicher, sage ich, okay, mein Target Pass ist der Click Pass. Also der Zielpass ist der Click Pass. Dann hole ich mir den Array vom Joomla-Logo, also den Pass viermal. Und im Joomla-Logo-Listener definiere ich dann in der Vorschleife den Target-Index. Also ich gehe den Pass durch, habe dann immer setzt den gleich Target Pass, wenn es dann so ist, ist das der Index minus 1. Und dann könnte ich das Target Slide, wäre dann eben das Slides Targets, Target Index. Also von den Slides ist es dann der Index. Also ich habe jetzt einmal das Logo und wenn eben der auf Position 3 wäre, ist der auch dann auf Bild 3. So, das. Schauen wir mal, ob der. Jetzt. In dem vorigen, was ich getestet habe, war das noch nicht drin. So, und dann sage ich eben, gebe dem Slide eben wieder die Style Property Left mit und füge eben das Ganze für das Slide is selected hinzu und mache das auch für das Logo. Dann muss ich, wenn ich das Logo bediene, auch noch die Buttons ausblenden. Dass ich das nicht überblenden kann, das kann ich eben, indem ich die habe ich ja schon als Variable ausgewählt und wenn eben der Index 0 ist, dann ist der Big Remove, der Index 0 ist, ist der
Backbutton weg. Genau. Und ansonsten. Der Next Button im umgekehrten Sinne. Dann muss ich die Buttons wieder zeigen. Dann muss ich das Hidden wegmachen. Und jetzt können wir schon noch mal schauen. So, jetzt bin ich auf dem Matchenbild und wenn ich auf dem Aschenbild bin, sollte der linke Button weg sein. So, jetzt haben wir das erste schon geschafft, also das ganze Ding funktioniert. Yeah. Aber das geht immer besser. Also ich denke, das weiß jeder, der schon mal programmiert hat. Man kann alles irgendwie besser machen. Wir haben jetzt sehr viel Duplicate-Code. Aber man sollte immer bedenken, als erstes soll es mal laufen und dann fängt man mit dem Refactoren an. Wenn ich schon Refactor mache und mich da verkopfe und vielleicht mich da verzettle und dann schmeiße ich eh wieder alles um, dann macht es auch keinen Sinn. Und jede App soll ja laufen. So, jetzt hat, was kann man alles machen? Jetzt gehen wir einzelne Schritte noch durch. Ich kann jetzt die Funktionen als Funktionen auslagern und einmal mir ist was ganz Einfaches. Die Set, also die Slide Position, was wir setzen, die mache ich als Array Function und habe dann für die Function aus und über das for each Set Slide Position habe ich schon ein bisschen was weniger. Dann haben wir hier den Track Styles Form. Hier mache ich einmal, muss ich jetzt erst mal gucken. Also hier habe ich jetzt den Literal gemacht mit den Backticks. Ich habe jetzt aber da weiß ich jetzt gerade den Faden nicht. Vielleicht kommt es jetzt. Genau, ich möchte diesen Code vereinfachen und sage eben hier, dass ich das Slide, also das ist ja der Code ist Move Slide, also ich will das Slider bewegen und das lagere ich auch in der Function aus und das binde ich dann eben für den Next Button ein, für den Back Button und habe dann sozusagen eine Funktion, die ich zweimal verwenden kann, weil ich sage jetzt hier, das ist die das Ziel Slide. Und gibt es, vergibt es dann. Dann habe ich schon Duplicate-Code gespart. Was ich noch machen kann, ich kann Verschachteln vermeiden. Das können wir kurz im Code schauen. Gehen wir noch kurz weiter.
Ich habe hier zum Beispiel ein if der Clickpass vorhanden und habe eine Verschachtelung, die relativ lang ist. Wo ist denn auf? Blau. Da, so an dem blauen. Und da sage ich dann eben if not ClickPass und habe die Verschachtelung weg. So wird der Code viel besser lesbar. Dann lagere ich die Farbe noch aus, wenn das Update. Und die Buttons. Und was ich jetzt dann mache, wir haben, wenn wir hier sehen, die Vorschleife. Da muss ich erstmal überlegen, was habe ich denn da gemacht. Also, und muss man erstmal reindenken. Wenn wir jetzt das anschauen, ist zwar jetzt als erstes auch nicht ganz klar ersichtlich, was das macht, aber ich gehe daher und habe eben Pass, also diesen Array, und ich ist ja sprechend find index, und wenn dann eben der Pass gleich ClickPass ist, dann ist es der Target Index. So wird es dann auch gleich übersichtlicher. So. Das ist das da. So, mal ein bisschen Code anschauen. Und man sieht schon, dass das dann irgendwie klarer wird, was man damit sagen will und sauberer aussieht. Jetzt gibt es mit FindIndex bietet neue Möglichkeiten. Man könnte jetzt hergehen, dass ich sage, ich habe das gleiche in meinem Next-Button und meinem Back-Button. Und könnte es vereinfachen, dass ich eben das Index Slide hergehe und das iteriere, dass dann der Code komplett, das ist nicht mehr ausgeführt. Das sieht jetzt durch das Aufräumen, ist jetzt unser Button so, und könnte das eben die zwei Zeilen schon wieder in einer Zeile bringen, und durch das, dass ich sage indexiere, werde ich immer unabhängiger, weil ich mit dem Index laufe. Dann, wenn ich das auch weitermache, brauche ich nur nach dem Index gehen und nicht mehr sagen, okay, du bist der Next-Button, du bist das Ziel, sondern Index. So, jetzt, wenn ich dann das Ganze schön sauber gemacht hätte, dann könnte ich das nur ganz in geschweiften Klammern setzen, den ganzen Code, dass ich dann eben für andere, mit anderen Applikationen nicht in Verruf gerade oder dass es keine Komplikationen gibt. Das heißt also, wenn irgendwo anders die gleiche Variable verwendet wurde, bekomme ich halt Fehlermeldungen. Und wenn ich das ins Scope setze, also das wäre dann eben nur dieser Karussell-Scope,
dann kann das nicht passieren. Was jetzt noch, wenn Sie das jetzt einsetzen wolltet, ist es auch so, dass jetzt hier Dinge verwendet werden, die vielleicht der IE 11 nicht versteht. Und dann solltet ihr den Code über Babel kompilieren. Das würde ich euch empfehlen. So, gibt es noch irgendwelche Fragen? Und zwar also ich baue normalerweise mit Jekyll und da gibt es ja immer wieder das Problem, dass Effekte halt verkettet werden müssen. Damit, wenn du mehrmals klickst auf den Pfeil, es dann auch halt dann dreimal abspielt, nacheinander zum Beispiel. Verstehst du, was ich meine? Ja, müsste ich jetzt auch überlegen, wie Okay. man es umsetzen könnte. Nee, aber es hätte sein können, dass du das aus dem Adapter gerade. Na, weiß ich jetzt nicht. Okay. Weißt du? Sonst noch irgendwas? Für. Macht der Auch das? die ganzen Netzsachen. Die letzte Sachen, ne? Ja, dafür ist Babel gut, dass er dir das in ES5 kompiliert, also Const und Netz und wenn war's. Aber der Internet Explorer kann bestimmte Funktionen nicht und die liefert Babel auch nicht automatisch nach, sondern die muss man noch per Ach Policy so, pauschal sein. bezahlen. Okay. Und da gehören einige Funktionen dazu. Das ist halt relativ tricky und man muss zwar sehr häufig in die Dokumentation schauen, welche Funktion der Internet Explorer unterstützt und welcher Browser es kann. Das ist immer so ein bisschen an ES6 oder an modernen das Hauptproblem momentan. Aber RayFrom nimmt das schon, gell? Also auch nicht Babel? Doch, der baut es um. Nicht? Okay. Gibt es dafür eine Doku, die du empfehlen würdest, um das Ja, aufzudecken? kannst du vielleicht mal kurz aufmachen, wenn du die liest, dann können wir es auch da drin Ja, oder stellen. bei MDN kann man es auch. Ja, das ist auch gut. Es gibt zwei Quellen dafür. Einmal, Ach so, ja klar. ja, hast du unten, das haben wir auch gerade umgestellt. In der Kompatibilitätstabelle sind eigentlich ganz gut. Kannst du mal direkt Red From machen. Du brauchst Babel als Compiler, der kompiliert dir ES6, also modernes JavaScript zu ES5, was andere Browser verstehen. Und dann brauchst du noch Polyfills. Das sind halt kleine Codeblöcke, die im Browser bestimmte Funktionalitäten liefern, beziehungsweise ersetzen. Poly was? Polyfill. Das ist Okay. Babel schreibt man mit Google, ne? Ja, Babel, ja. Das ist Was sind denn also im Endeffekt Methoden, die dann die Browser-Methoden simulieren? Richtig, genau. Also sie prüfen, ob der Browser das kann und wenn nicht, muss ich die Funktion hinzufügen. Aber es ist vorher schon gegangen. Also irgendwie. Also die Seite ist wirklich gut gemacht, da kannst du halt oben die Suche immer das eingeben, was du da verwenden willst. Ja, Und du kriegst das halt kenne ich wirklich auch. auch Turbo-Tests. Jetzt gleich gehen. Muss ich so reinschreiben oder was will er denn? Und welche Welt?